Krieg das gerade nicht gebacken, ey. Und da sind wir wieder auf unserer Odyssee in den Westen. Ja, ich habe ja immer die Parallelen zwischen Horizon und Enslaved. Hier Odyssey to the West, Forbidden West. Wie gesagt, könnte im selben Universum spielen. Wir sind raus aus der Stadt. Und jetzt auf dem Weg in Trips Dorf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das vom Setting her halt alles runtergedampft wird. Gegen Ende hin weniger cool. Das kommt ja halt schon mal vor, ne? Dass du am Anfang halt Vollgas gibst, die Leute kriegst und hinten raus wird's dann ma. Da will einer, dass wir die Brücke nicht benutzen. Jetzt werden wir mal schauen, ob das hier auch so der Fall ist. Bislang sieht aber auch das stimmig aus. Ist aber halt von der Atmosphäre. Seltsam. Mag es nicht hier. Er sollte doch die Brücke bedienen. Hallo? Mark! Ist da jemand? Monkey, die Brückensteuerung ist da oben. Okay, ich finde schon einen Weg dahin. Von der Atmosphäre, also ich meine so viel Lichtstimmung und dem Ganzen. Doch sehr, sehr ähnlich. Also da hätte man das vielleicht bunter machen sollen und in der Stadt einfach ein bisschen kälter. Und jetzt lass die Brücke für mich runter. Das ist das ist aber immer so eine Ansichtssache. Also es ist jetzt kein nichts, was das Spiel kaputt macht. Mal gucken, was da hinten ist. Ah, guck mal, da ist noch ein Schalter. So. Die haben sich ja alle eingepfercht. Aber ich bin wirklich gespannt, was da storytechnisch noch passiert. Gerade die Szenen mit Andy Serkis. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Kann's kaum erwarten, meinen Vater wiederzusehen. Naja, du merkst doch, dass da was nicht stimmt. Sei doch nicht so naiv. Ziemlich ausgeklügeltes Verteidigungssystem. Warum nicht einfach Geschütze und Waffen? Das war Marks Idee. Er liebt es halt, Brücken hoch und runter zu klappen. Also lassen wir ihm seinen Willen. Wir müssen da hoch. Zumindest ein drücke B. Zieh den Hebel. Verstehe. Ganz ausgeklügelt. Jetzt muss ich das. Zieh den Hebel. Nein, du sollst dich. Monkey, was machst du da? Entschuldigung. Du kannst jetzt rübergehen. Ich der okay, sagen, rüber. Dass sie rübergehen kann. Ja, ein bisschen Beschäftigungstherapie ist halt schon dabei. Hm, seltsam. Hier ist auch keiner. Naja, hilf mir da hoch.
Noch ein Hebel. Kannst du auch nur überleben, wenn dir sowas auch maximal Bock macht. Da ist der Wachturm. Noch mehr Brücken. War das wirklich nötig? Das musst du Mark fragen, wenn du ihn siehst. Er sagt, sie sind perfekt, um die Mechs fernzuhalten, weil man menschliche Intelligenz braucht, um sie zu verstehen. Aber er hat Brücken wohl einfach gern. Mark ist tot. Und da die Brücke ausfällt. Okay, ziehen. Wie reparierst du das Ding dann? Brücke hoch, Brücke runter. Mark findet sowas eben faszinierend. Trip. Ja? Ich habe genug gehört von Mark und Brücken. Tu es. Nein, tu es nicht. Geh rüber. Doch. Geh. Nein. Ach, das war so schlecht. Nein, sie hätte es machen sollen und dann wäre sie auch direkt. Okay, jetzt geh rüber. Genau. Und dann ziehst du den Hebel. Zieh den Hebel. Nein, ah shit, die bewegt sich ja auch. Komm schon, tu es. Tu es. Tu es. So, jetzt gehst du doch rüber. Okay, geh rüber. Dann ziehst du den Hebel, bitte. Bitte. Zieh den Hebel. Jetzt muss ich da den Hebel ziehen. Okay. So, jetzt kommen sie rauf. Im Wachturm muss jemand sein. Es hält immer jemand Wache, egal was ist. Nee, nicht egal, was ist. Unmöglich. Die Posten sind immer bemannt. Basis, bitte komm. Hier ist Posten 9. Könnt ihr mich hören? Over. Basis, bitte komm. Wir sind alle tot. Was ist los? Trip. Was der für Finger hat. Nein. Trip. Trip. Warte,
warte! Ist alle tot. Oh, dang. Ich muss den anderen Wachturm erreichen. Ich muss sie finden, bevor etwas passiert. Nein! Von dem komme ich. Hier muss ich hin, ne? Sauber. Ah, shit! Ein Stun-Angriff? Ich dachte, das wäre sowas. So. Okay, der funktioniert nicht mehr, aber was? Ich dachte, ich hätte da jetzt eine Chip, ich kann Waffe. Dich hören. Ich habe super viel Währung. Kann ich jetzt upgraden? Nee, geht nicht. Ne? Nur wenn sie bei mir ist. Ah, okay, darunter. Zack.
Und das mit dem Klettern hat einen ganz guten Flow. Da sieht man auch ein bisschen Inspiration von Prince of Persia, Sands of Time. Wachturm. Scheiße, noch mehr Pyramid Max. Prince of Persia, Sets of Time hat ja auch einen mega Flow einfach. Jetzt mach halt was! Also das ist jetzt gerade... Oder das stört sich von selbst. Ach komm! Nein, du sollst die verprügeln! Ich krieg das grad nicht gebacken, ey. Das war eben... Nee, natürlich habe ich Scheiße gebaut, aber... Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Beim Kämpfen. Oh, jetzt müssen wir das nur mal machen. Scheiße, noch mehr Pyramid Max. Ey, das verstehe ich jetzt. Wie habe ich den jetzt... nicht getroffen? Doch. Hier ist halt die Kamera des Grauens.
Wut habe ich. Ich komme, Trap. Jetzt geht's aber gleich wieder weiter. Verdammt. Die sind überall. Scheiße! Der muss sterben! Ich glaube, er ist tot. Ich bin noch ausgewichen! Trip! Nix. Okay. Okay. Chip, ich bin gleich da. Laternen. Hep. Hep. Ja, wieder maximal Scheiß-Drecks. Kack. Kann ich... Ach, Mann. Nein! Wie dumm! Ach, Kacke! Es kämpfen könnte schon cool sein, aber dann dreht sich so komisch und ich mach bestimmt auch was falsch. Wenn jemand zuschaut, der weiß, wie es geht. Es tut mir leid. Ich hab doch irgendwie eine Stun-Attacke. Ach komm, du blöder Henner. So, Moment mal. Optionen, Steuerungs... Naja, da steht halt nichts, ne? Normalerweise müsste ich halt nochmal das Tutorial spielen. Ich mach da irgendwas. Ach komm. Ah, es hat auch die falsche Waffe ausgerüstet. Warum schlägst du dann weg?
Also wie gesagt, wenn jemand zuguckt und weiß, na, eigentlich, du Idiot, musst du das so und so machen, dann ist es auch viel einfacher vom Kämpfen. Ey, es tut mir leid, ich hab... Es war ein bisschen der Fehler, dass ich mir zu lange Zeit gelassen habe zwischen Folge 1 und dann Folge 2. Und ich jetzt hier nicht nachlesen kann, wie die Steuerung geht. Mega dumm. Wie schickt man das Teil wieder zurück? Erfolg freigeschaltet. Noob beim Kämpfen. Würde ich mal so sagen. Ich probiere halt auch ein bisschen immer zwischendrin raus, um zwischendrin aus, um ja auf, auch auf Kosten, dass ich sterben könnte, einfach ja, um es vielleicht wieder rauszukriegen, wie es geht. Kapitel 7, Trip finden. Sie sind alle tot. Trip, hörst du mich denn nicht? Trip, Trip, warte. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Bleib, wo du bist, Trip. Nun haben sie sich echt nett gemacht. Oh, mit Spielplatz auch noch. Ach, Scheiße. Ah, so ein Glück. Okay, wo muss ich hin? Ah, da. Ich hatte jetzt gedacht, irgendwas ist mit diesem Rad noch. Mit der Mühle. Wasserrad. Ah, guck mal. Ein Laserpointer. Trip! Mein Vater. Oh, mein Vater, ich muss meinen Vater finden. Hey! Hey! Kann ich den Köder nicht aktivieren? Also Stück für Stück nach vorne. Hep, hep. Ja, jetzt geh halt hoch. Aber jetzt kann ich mir diese Waffe schnappen. Komm. Ja, Mann. Oh nee, aber jetzt muss ich sie wieder ablegen. Das ist so scheiße. Jetzt komme ich nämlich nicht hier runter. Das gefällt mir nicht. Also manchmal wäre so eine Passage, wo man halt einfach durchläuft. Man muss es ja nicht immer challenging machen. Also, dass man manchmal einfach mal den Spieler mit was belohnt. Ja, und das ist halt auch das, was ich bei
Uncharted 1 gesagt habe, als du dann... Nee. Jack, beruhige dich. Langsam. Dass man den Spieler halt auch mal belohnt. Komm wieder zu dir. Hörst du mich denn nicht? Ich kann jetzt gerade die Kamera nicht so justieren, wie ich es gerne hätte. Der Typ geht mir aber da noch auf den Sack. Da komme ich nicht hoch. Man hat Passagen, die sind halt anstrengend, aber dann braucht man auch mal ein bisschen Spaß. Trip. Warum machen die sowas? Warum machen die sowas? Und da hätte ich mir bei Uncharted 1 halt einfach auch gerade das mit dem Jetski, das wäre halt so eine... Ey, ich blick gerade gar nichts mehr. Dass du dann halt ein bisschen rumdüsen kannst mit dem Jetski, Spaß haben. Aber nee, sie haben es wirklich so gemacht, dass du maximal gar keinen Spaß hast. Und hier ist es halt ein so gutes Gefühl, auf einmal hast du diese Knarre in der Hand, kannst ein paar einfach wegrasieren. Aber da stehst du da, wo du bist, und dann geht's halt Game-Mechanik mäßig nicht weiter. Hast gerade eine coole Waffe erobert und kannst es schon wieder wegschmeißen. Finde ich nicht cool. Okay, kommt vielleicht noch an einer anderen Stelle, aber bisher war es jetzt so, dass man zu wenig auch mal gegönnt bekam. So, meine Freunde. Trip! Jetzt hüpft doch da hoch! Vielleicht ist der Moment jetzt gekommen. Der Moment des Spaßes. Oh, verkriechst du dich? Siehst du, da kannst du aber nicht runter. Ja, und das war's halt schon wieder. Schade. So, ich gehe mir jetzt noch das Loot da unten einsammeln.
bisher nach. Ja, wir haben ja jetzt schon so lange gespielt, dass man sich auf jeden Fall einen guten Eindruck machen kann. Kann ich es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Das Ding kostet. Geht auf Retro Games Cons oder so Zeug. Ich glaube, es gibt's auch noch zum in den jeweiligen E-Shops der Plattform gibt's das, glaube ich, auch. Aber ganz im Ernst, geht auf Retro Games Cons, schaut, ob's bei euch in der Nähe irgendwelche Insider-Games-Läden gibt. Das Ding kriegt ihr für ein paar Kröten. Und dann hat man immer noch sehr viel Spaß damit. Hat natürlich Probleme. Scheiße, sie haben das Tor verbarrikadiert. Ich muss irgendwie da durch. Hat natürlich die Probleme seiner Zeit teilweise. Aber das ist okay, das sind nur so Dinge, die ich jetzt für den Moment kritisiere. Im Großen und Ganzen kann man sich da halt absolut nicht beschweren. Für 3, 4, 5, 6 Euro bekommst du hier ein Spiel, was funktioniert, was, finde ich, eine beeindruckende Grafik hat. Story ist soweit interessant. Siedle ich eben. Ja, von hier oben kann ich auf die Barrikade schießen. Siedle ich eben wirklich genau da an, wo ich auch Uncharted hinstecke. Dass du einfach an einem Wochenende, wo nichts geht, wo es regnet, wo du keinen Bock irgendwie hast, die Couch zu verlassen, hast du eine super nette Zeit. Nein, nein. Ich kann niemanden finden. Trap! Und das, wie gesagt, für einen Taschengeldpreis. Und da ist es immer die Frage, wie viel willst du ausgeben fürs Spielen, fürs Gaming. Und wenn du dann halt irgendwo noch eine Xbox 360 oder PlayStation 3 rumstehen hast, hast halt mal wieder Bock. Nicht jeder spielt halt permanent. Das ist immer so die Philosophie, die ich habe. Wenn du nicht das Geld ausgeben willst, kannst, ganz egal. Es gibt heutzutage so tolle Spiele einfach, so viele auch. Auf diesen Plattformen Xbox 360, PlayStation 3, die halt immer noch vollkommen klar gehen. Wenn ihr bis heute noch keinen Last of Us gespielt habt. Trip, kannst du mich hören? Bleib wo du bist. Kein Last of Us, kein Uncharted gespielt habt. Ihr habt eben, wie gesagt, noch eine PlayStation 3 irgendwo rumfahren. Oder euch fällt einer in den Schoß.
werdet den Spaß eures Lebens haben. Es kommt alles wieder in Ordnung. Trip! Hörst du mich? Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Es ist halt kein Deckungsshooter, ne? Es ist halt alles Prügelei. Genau da, wo du bist. Ich komm dich holen. Jetzt wieder weg. Dang. Jetzt schalt doch die Waffe um. Manchmal macht's ein bisschen, was es will. Stört mich schon. Das stört dann halt den Fluss, weil du bist am Rumhüpfen. Super cool und geil gemacht, aber bei den Kämpfen, dann ist es dann manchmal. So, wo ist der? Oh, come on, jetzt. Kacke. Oh, guck. Oh, da gibt's auch versteckte. Ist natürlich nicht so beeindruckend. Können wir da irgendwo hoch? Nee. Trip, hör doch, komm wieder zu dir. Hier ist halt mega spannend gerade. Okay, den da. Ah, der steht so dumm hinterm Rohr. Okay, nur noch zwei tödliche Schüsse. Schon Bock, das ist es nicht. Nur halt an manchen Stellen ist die Kamera noch nicht so das, was ich will. Okay, da können wir lang, das ist klar, aber da vorne habe ich ein Rohr gesehen, wo es hochgeht und da oben ist, glaube ich, noch irgendwo. Nee, das ist eine Heilkapsel oder so. Das ist Munition für die. Die Elektroschock-Munition. Das wäre jetzt geil, wenn es zwei. Genau, die Stunner. Wäre jetzt geil, wenn es zwei von den tödlichen gewesen wären. Oder sind noch mehr?
Shit. So, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Da. Ja, die Zeit. Oh, ich muss pinkeln. Von den Treffern her irgendwie, na, irgendwie komisch, ne? Ja, zurück kann ich jetzt wahrscheinlich nimmer, um mir die Stunts zu holen. Ist denn niemand mehr da? Hallo? Hallo? Trip. Es muss Pyramid gewesen sein. Oh, Alter. Dad! Dad! Chip! Egal wo du bist, zieh den Kopf ein, ich komme! Keine Munition mehr. Verdammt, die sind wirklich überall. Du Hurensohn! Ja, das haben wir jetzt nicht gehört.
Sohn einer borstigen Bache. Ja. Der aus. Das ist aber mal. Es kommt noch mehr. Oh, jetzt ist mal gut. Ungelogen. Ich komme! So. Was können wir noch auffüllen? Gesundheit. Da vorne ist noch. Für die tödliche Waffe. Nur komm, da hüpfst du jetzt mal runter. Was da? Wir können es so upgraden, wenn wir dies nächstes Mal sehen. Da brauche ich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Bums auf der Faust. Ah, da ist noch. Ups. Sein könnten. Wie soll das irgendjemand überlebt haben? Das weiß man nicht. Im Bunker vielleicht. Okay. Okay. Zeig's mir. Ja, da haben wir auch Kapitel 7 war das jetzt, ne? Das haben wir durch. Cool. Das wär's, würde ich sagen, auch für heute. Schauen wir uns jetzt gerade mal die nächste. Kommt bestimmt jetzt noch eine Cutscene. Und dann mal gucken, dann machen wir uns auf die Suche nach dem Bunker, schauen, ob es doch noch ein paar Überlebende gibt. Das sah jetzt mal ziemlich übel hier aus. Emotionen haben jetzt nicht ganz gekickt, aber ich habe doch ein bisschen Mitgefühl. Hätte sie nicht so genervt das letzte Mal. Die Sicherheitstür ist noch intakt. Du hattest recht. Es muss Überlebende geben. Die Tür kann man nur von innen verschließen. Okay, wie kriegen wir sie auf? Komm, folge mir. Alles klar, super. Das nächste Mal werden wir auf jeden Fall als erstes mal aufleveln. Wir haben haufenweise Fähigkeitspunkte zum Ausgeben. Und dann suchen wir nach Überleben,
Überlebenden. Cool, dass ihr dabei geblieben seid. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei, ich glaube, Folge 6 ist es dann von Enslaved. Haut rein, ciao.